Und mit orkischen Gebrabbel werden wir begrüßt zu einer neuen Folge. Hallöchen, herzlich willkommen. Ein Wurfhaken. Ja, in der letzten Folge haben wir ja endlich den Wurfhaken fertiggestellt. Und ich bin ja gespannt, wie weit uns das jetzt bringen wird. Was mir aufgefallen ist, man verbringt immer eine gewisse Zeit in einem Gebiet bei diesem Spiel. Und danach kommt dann dieses Weiterreisezeug. Finde ich ziemlich geil. So, na los. Kräftig ziehen, mein Guter. So, da kommt... Alter. Jetzt speit der Götze Blut. Marok! Oh, oh, Taika! Nur Taika! Knapp Taika! Inroch Taika! Mol Azeki! Mol Kul Knach! Rusa! Ok! Maruko Kastrota! Okay. Ach, Scheiße. Teirach! Rak Aikor! Ki Urska Taika! Der Hund ist wach! Halku Sharas Brakarei! Halku Aika! Brasorak! Taika Garach! Solochai! Solochai! Aikata! Aikata! Okay, komme ich an dieses Pfeifenkraut jetzt dran? Dieser Köter ist im Weg. Bleib ganz ruhig und zerbeiß mir nicht die Kehle. Ja. Ein solcher Ork unter dritter Kuhhund sein. Okay, er ist wach, aber er kann anscheinend. Futter? Ich sollte ihm etwas zu fressen suchen. Okay, Moment. Schädel. Laut wie eine echte Ork-Tron. Achso, vielleicht kommt, ist da unten jetzt was passiert. Alles klar, die sind alle weg. Geschafft. Kommen wir endlich zum Roten See? Folgt mir unauffällig. Bist einer, der nicht schnell aufgibt, was? Ja, so einer bin ich. Ach, wir können gar nicht, oder wie? Ich dachte, wir können da jetzt was machen. Nanu? Der Rote See! Aber nirgendwo ein Forscher. Dort vielleicht. Hallo! Nicht so laut, die Orks! Wer seid denn ihr, junges Volk? Was? Nanu? Du bist der Kobold des Feenforschers, nicht wahr? Nein! Ich bin ein Auerhahn! Ein Auerhahn! Du kriegst mich nicht! Weißt du, wo seine Höhle ist? Ich weiß es! Ich weiß es! Sehr gut, wo ist sie? Das sage ich nicht! Ich petze nicht! Okay. Das muss der Kobold sein, über den der Zwerg sich aufgeregt hat. Dann kann der Forscher nicht weit sein. Dann fangen wir den Kobold mal. Aber erstmal gehe ich nochmal zurück, weil wir können den, genau, wir können nämlich hier das Zeug mal mitnehmen, alles. Halskette, flupp. Fleisch. Den ganzen Braten schleppe ich nicht mit. Achso, na gut, na dann nehmen wir mal ein Stück für den Hund mit. Ein Stück muss reichen. Wer weiß, was das für Braten ist. Und wir nehmen den Orkschild noch mit. Ah, die ganzen Orkschild schleppt damit. Alles klar, okay. Gut, okay, wir geben dem Hund mal das Fleisch. Fleisch? Ah, der Hund für den Fleisch. Fest, kleiner orkischer Kampfhund. Vor allem kleiner orkischer Kampfhund. Alter, die Zähne von dem. Krass. Okay, wir gehen weiter. Und können wir jetzt noch was machen? Nein, jetzt können wir zurückgehen. Okay, gut. Jetzt wirklich? Oh ja, und so kam es, dass ich nach 700 Wintern der Einsamkeit endlich... Aber später mehr, mein Kind. Dein Rübengesicht ist wieder da. Was soll das denn heißen? Jetzt zeig uns schon den Weg zur Höhle. Nein, ich habe zu tun. Okay.
Okay, roter Felsen. Der Felsen färbt ab. Diese Steine haben den ganzen See rot gefärbt. Die Frage ist natürlich, wie bringe ich ihn jetzt dazu, dass er Pfeifenkraut? Kann ich das vielleicht? Wir geben dir Pfeifenkraut und du zeigst uns den Weg zum Forscher. Hab genug und meins ist besser. Puh, seltsame Pflanze. Hey. Schließt wohl nicht leicht Freundschaften, was? Du sagst es. Was ist das? Eine Orkland-Orchidee. Glaub ihm nicht. Ein Schleimpilz ist sie. Schleimt alles voll, nachdem sie gegessen hat. Alles klar, okay. Futterbeutel für die Orchidee. Nichts mehr zum Füttern drin. Okay, was könnte ich denn... Moment. Schmuck. Gubbelte doch sehr. Das lasse ich lieber. Nuri vielleicht was schenken? So ein ähnliches Diadem hatte ich auch mal. Diadem? Ach, nichts. Du darfst es haben. Ja, danke. Okay, hier hinten geht's nicht weiter. Hier geht's auch nicht weiter. Wir haben also wirklich... Oh, Feldspalte. Gelehrter Herr, seid ihr hier? Okay, ich muss mal ganz kurz niesen. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. Ja, wer sich wundern sollte, warum ich so öfters in dieser Aufnahme... Ach, was ist das denn hier? Niesen muss. Jetzt kann sie uns begleiten. Was das ist das? Das muss die Lilienkönigin sein. Sie hat den sonnigsten Platz von allen. Okay. Ich muss den Kobold fangen, ich muss die Lilienkönigin fangen und ich muss die seltsame Pflanze fangen. Was ist das? Eine Orkland-Orchidee. Glaub ihm nicht. Ein Schleimpilz ist sie. Schleimt alles voll, nachdem sie gegessen hat. Komischer Kobold ist das auf jeden Fall. Pfeifenkraut Blüte. Ach, ich hab die Blüte. Aber die Blüte ist auch hier. Okay. Was mache ich mit all diesen Gegenständen jetzt? Roter See. Endlich da. Nur wo versteckt sich dieser Feenforscher? Ich gucke meinen roten See. Hallo? Gelehrter Herr? Da ist er nicht. Kobolden darf man auf keinen Fall trauen. Blumen, hier sind noch mehr, okay. Lass sie doch schlafen. Wahrscheinlich haben sie zu wenig Sonne. Das niedere Blumenvolk verbleibt im Schatten. Ich könnte vielleicht die Blumen befreien. Sie bleiben geschlossen. Pfeifenkraut? Natürlich nicht. Pfeifenkraut. Das schmeckt dir wohl nicht. Der Kobold ist aber auch sehr lustig. Wo ist eigentlich der Rabe? Der Rabe ist weg. Na nö. Ach, das sind zwei Dinge. Zu weit weg. Ein Sommerling. Warum leuchtet er? Alle Sommerlinge leuchten, wenn sie glücklich sind. Oho, okay. Kann ich ihn vielleicht fangen? Keine Zeit für sowas. Nee, den Sommerling. Ach Quatsch, nee. Den Sommerling. Nicht sehr schlau. Das habe ich mir auch schon gedacht. Der Kobold lässt sich auch nicht locken. Das ist keine Hilfe. Ja, das hast du recht. Der Kobold ist wirklich keine Hilfe. Feuer. Angeblich brennen Kobolde wie trockenes Stroh. Aber ich komme nicht ran. Kobold anbrennen. Yay! Okay, Pfütze, Blüte, Mütze, Krüte, Schütemüte, Hütebüte. Kann ich denn irgendwas ganz oder kaputt machen hier? Ich könnte den roten Felsen kaputt machen? Wenn ich wenigstens etwas Nützliches könnte. Die Blume? Meine Kraft wirkt nur auf tote Dinge. Wenn überhaupt. Nicht sehr schlau. Ach ja, Feldspalt, könnte ich den eventuell kaputt machen? Irgendwann werde ich auch das zerbrechen können. Okay, das geht also auch nicht. Das war's auch schon, mehr Hammer gar nicht. Ich rede mal mit Nuri, vielleicht kann ich da noch was rausfinden. Wenn wir den Feenforscher gefunden haben,
Wird alles gut? Ich hoffe es. Erforscht mich aus, bis ich ohne Schmerzen zaubern kann. Dann kann ich dir jeden Wunsch erfüllen. So heißt es in den Märchen. Vielleicht zeigt dir der Forscher auch einen Weg zurück in deine Welt. Dort wärst du in Sicherheit. Hör auf damit! Sonst kehre ich sofort um. Ich gehe nicht in meine Welt. Das tut mir leid, wollte ich nicht. Was ist denn so furchtbar an deiner Heimat? Ist der Feenforscher eigentlich auch ein Mensch? Du lenkst ab. Du lenkst ab. Also gut, dann behalte dein Geheimnis für dich. Wo ist eigentlich schon wieder der Rabe? Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Meinetwegen braucht er von seinen Auskundschaftungen gar nicht zurückzukehren. Aber er hat uns schon so oft geholfen. Ach ja? Ich höre ihn immer nur abfällige Kommentare geben. Er hat uns vor den traurigen Feen gewarnt. Ja gut, das eine Mal. Und bei den Orks hat er uns auch geholfen. Hm. Außerdem? Ja, schon gut. Er darf ja gern wiederkommen. Ach ja. Ich schaue mich mal weiter um. Okay. Pfeifenkraut, Blüte. Was soll ich denn machen mit dem Ork, mit dem Kobold? Der ist der allerletzte, dem ich Blumen schenke. Was soll das ist keine Hilfe. Da hast du Wasser. Bringt aber auch nicht viel. Kann ich die Blüte vielleicht mit dem... Eindeutig dieselbe Sorte. Unsinn. Nuri vielleicht. Ach, Geron, wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Tja, wollt ihr also wirklich die Blume schenken? Sehr schön. Wasser vielleicht? Nein, der Kobold, Wasser. Wasser? Sehe ich vielleicht aus wie ein Klabauter? Jein. Brennen hat man schon? Natürlich nicht. Ach ja, Futterbeutel. Ein Maulkorb würde ihm sicher gut stehen. Das hat er zum Glück nicht gehört. Schmuck hat man schon. Orkschild. Hatte schon bessere. Ja, okay, und noch Ausfälle. Und eine Blüte hat man auch schon probiert. Und das Messer. Messer. Ihn umzubringen hilft mir auch nicht weiter. Wie kaltblütig er das sagt, ist aber auch krass. Kann ich die vielleicht. Au! Selbst schuld. Zwei Leute, die mich auslachen. Klasse. Ich lasse es trocken. Feuer? Au! Okay. Decke? Das führt zu nichts. Ja, du könntest die Blume abdecken und würdest dich nicht ständig an ihr... Nichts mehr zum Füttern drin. Moment! Wir haben doch nicht umsonst immer noch Braten und Messer. Stimmt. Ein Stück muss reichen. Haben wir kein Stück mehr, oder was? Ernsthaft? Wir haben kein Stück mehr. Wir können aber immer noch ganz zurück. Das heißt, wir können da hinten wahrscheinlich noch irgendwas machen. Ich bin überfragt, was? Natürlich. Feldspalte. Können wir in der Feldspalte vielleicht irgendwas machen? Ich bin mir nicht sicher. Mir fällt dazu nichts ein. Mir auch nicht mehr. Der Schild vielleicht? Die Lilienkönigin. Oh. Oh. Der Sommerling. Oh nein, wir müssen ihn befreien. Ich bin sicher, es geht ihm gut. Ich bin sicher, dass es ihm nicht gut geht. Geschlossene Blüte. Ich riskiere mein Leben nicht für eine Pflanze. Aber vielleicht rutscht der Zwerg jetzt aus. Schluss mit dem Unsinn. Sag uns, wo der Feenforscher ist, sonst werfe ich dich in den See. Versuch's doch. Jetzt steht er auf, macht seinen Sprung. Alles klar, okay. Jetzt fehlt nur noch da was, um ihn ausrutschen zu lassen. Das bringt nichts. Wir müssen... Ach, Wasser vielleicht, Moment.
Das Wasser trocknet gleich wieder. Lass meinen Stein in Ruhe. Das Wasser trocknet gleich wieder. Das bleibt besser trocken. Wieso, wenn du die Decke nass machst, dann... Das muss ich nicht nass machen. Ach, der Schild klemmt da hinten dazwischen. Das trinke ich lieber selbst. Ich kann vielleicht... Orkschild, den Schild aber woanders hinklemmen, so ein bisschen tiefer. Der kann da bleiben. Okay, Decke vielleicht noch mit dran? Ach was. Warum nicht? Dann wäre hier auch da. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ach nein. Was soll ich nur tun? Vielleicht einfach nur eine Blüte hinlegen? Ich weiß nicht. Ist halt doof, dass die... Hat doch nichts. Nuri das alles sieht, weil die ist ja eigentlich eine Feen... Ach was. Vom Feenvolk. Das ist ja ziemlich doof, dass die das alles sehen, dass wir die Pflanzen und Tiere hier töten. Windling wird... Feuerhilfe. Gibt's da nicht. Das Wasser... Lass meinen Stein in Ruhe. Und... Von diesem hier lässt sich nichts abbrechen. Zerbrechen geht auch nicht. Ton, Glas, aber nicht das. Ach, kann ich vielleicht jetzt im Moment... Das ist zu... Quatsch. Kann ich vielleicht die Pflanze jetzt... Wozu? Der Schmetterling lebt ohnehin nicht mehr. Okay, kann ich... Sie gießen? Das soll jemand anders waschen. Kann ich... Nein, wer soll die Pflanze? Sie wurde genug gefüttert. Was könnte ich tun? Was könnte ich machen? Ohne zu lachen. Das bringt... Ich kombiniere gerade mal ein bisschen was. Ach was. So wird besser. Ich will... Hatte schon... Mein Kopf... Okay, Blume? Warum sollte... Vielleicht. Nein, was... Das bringt die Blume. Was? Die Blume würde keine 5 Sekunden brennen. Da hast du Wasser. Kann ich? Vielleicht. Ich kann noch nicht hier hinten lang. Ich kann. Kobold landet auf Stein. Ich muss auf dem Stein irgendwie eine Falle bauen, wahrscheinlich, um den zu fangen. Die Frage ist, wie mache ich das? Wie baut man mit dem, was wir haben, am besten eine Falle? Die Decke wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Aber was dann? Ich weiß. Eine nasse Decke? Das halte ich von Wasser fern. Ach, was? Ich gehe nochmal hier hinterm Mund. Ich schaue noch einmal hier hinten nach, ob hier jetzt nicht doch vielleicht irgendwas ist, was wir nehmen können. Gerümpel, Pferd, blutroter Fels... Nicht so wirklich. Er ist wohl nicht ganz besser. Nein, die Orks sind da. Und hier ist der Hund. Ein solcher Orkhund und so. Bleib ganz ruhig, er beißt mir nicht. Okay, und nochmal hier hinter. Was haben wir denn hier? Ich kann hier voraus dieser Baum. Das lasse ich, wie es ist. Das lasse ich mir, gefällt das? Eiskalt. Okay, kann ich damit eventuell... Nicht sehr schlecht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Pfeifenkraut? Mir fällt dazu nicht. Windling würde sich die Haare... Okay, okay, okay. Aber was sollen wir noch machen jetzt? Schädel bringt mir jetzt auch nicht wirklich was. Rauchende Schalen. Die Orks sind irgendwie jetzt im Krieg oder sowas in der Art. Das Pony könnte ich jetzt aufschrecken. Ich mache einfach mal was Böses, aber... Ich schrecke das Pony nicht auf. Er schreckt die Ponys also immer noch nicht auf, alles klar. Okay, braten. Ich will lieber gar nicht wissen. Braten, nochmal. Kann ich ja nicht mitnehmen, gell? Feuer machen.
Das Fleisch ist schon zäh genug. Okay, es bringt also gar nicht irgendwie gar nichts was. Ich könnte mal, kann ich vielleicht das Orkschild nass machen? Ich weiß nicht, was es bringen soll. Wasser hilft hier nicht. Okay, Messer. Ich bin nicht sicher, ob sich das... Feuer. Ich will mich nicht verbrennen. Wozu hast du dann ein Feuerzeug mit, wenn du dich nicht verbrennen willst, mein Gott? Das geht so. Schmuck. Wie komm? Pfeifenbraut. Unwahrscheinlich. Natürlich nicht. Problem an der Sache ist, dass... Könnte ich vielleicht die Blume auf dem roten Felsen platzieren? Windling würde sich die Haare raufen. Eindeutig dieselbe Sorte. Nur sind diese hier geschlossen. Wahrscheinlich haben sie zu wenig Sonne. Ah, vielleicht kann ich die Sonne ja umleiten. Von diesem hier lässt sich nichts abbrechen. Ja, aber vielleicht kannst du... Wie soll ich da rankommen? Vielleicht kannst du das da drüben irgendwie holen. Aber dazu bräuchtest du wahrscheinlich geschlossene Blüte. Preios, vergib mir. Ich muss dein Licht für eine Weile aussperren. Die Blüte ist geschlossen. Aber ich brauche... Nein. Ich brauche sie so eine... Nee, brauche ich nicht. Das führt zu nicht. Ich weiß es nicht. Der Rabe ist auch nicht da, um mir die Blüte da drüben zu holen. Warum sollte... Weil du die vielleicht brauchst. Ich weiß es ja nicht. Wird doch nicht. Der muss ja irgendwie ausrutschen. Ich weiß, das ist ja logisch, aber... Wie muss er ausrutschen? Das ist die große Frage. Dazu müsste es zerbrochen sein. Ach, guck mal, Schleim! Da hab ich doch was gefunden. Kann ich den Schleim... Mir fällt dazu nicht. Nee, mit der Decke vielleicht aufwischen? Mein Kopf ist... Mit dem Pfeifenkraut? Nuri wird nicht wollen, dass ich irgendwen vergifte. Obwohl dieser Kobold es verdient hätte. Ja, nee, ich wollte eigentlich, dass du... Vielleicht am Messer? Okay, Hauptsache der Kobold hat nichts gesehen. Sapper? Was macht er da? Ich schaue nur... Gut. Das ist nämlich mein Lieblingsstein. Okay, Kobold. Na dann, rutsch mal aus. Jetzt komm da endlich runter. Fang mich doch! Mach ich. Irgendwie lustig. Garstiger! Das hat aber geplatzt. Ihr habt mein Pfeifenkraut verdorben. Es ist ganz nass, nass, nass. Und eine Glatze hast du ja auch. Was? Eine Glatze? Wo ist mein Hut? Mein Hut? Na, Kobold? Tja, aber was mit dem Kobold jetzt genau ist, das erfahren wir erst in der nächsten Folge, meine lieben Damen und Herren. Und jetzt sieht er eigentlich sogar ein bisschen süß aus. Tschüss. Irgendwie lustig. Hihihi.